Die Leitstelle des Krisendienstes ist eben ein Teil des Krisendienstes, der erfunden wurde, letztlich um niederschwellig Menschen in Not zu helfen. Zunächst mal melden sich ja die Menschen, die sich in einer Krise befinden oder von einer Krise wissen, bei uns per Telefon in der Leitstelle. Dann lässt man diese Leute natürlich einfach mal erzählen, worum es gerade geht, lässt die Situation schildern. Und daraus entwickeln sich erstmal intern, aber dann auch zusammen mit dem Anrufer Ideen, wie auf diese Krisensituation zu reagieren ist. Wir können Hilfe vermitteln an Kooperationspartner, an die Kliniken, an sozialpsychiatrische Dienste. Und wir können ganz schlicht übers Telefon versuchen, die Klienten zu stützen und durch ihre Krise hindurchzuführen. Es sind sowohl Menschen, die selber in Not sind, wie aber auch Menschen, die Freunde, Bekannte, Familienangehörige haben, die in Not sind. Die sich Sorgen machen um ihre Angehörigen, Arbeitskollegen etc., denen es nicht gut geht. Und das ist angefangen von persönlichen Verlusten, Verlust eines Menschen, Verlust eines Arbeitsplatzes, Streit in der Familie. Bis hin aber zu eben Anfragen mit konkreten suizidalen Gedanken, mit konkreten auch Handlungen, Vorbereitungen. Also es ist ja wirklich das komplette Spektrum da. Ja, also da ist mir vor allem ein Fall in Erinnerung, wo ein alter Mensch, der langsam vergesslich wird, unkonzentriert wird, beginnt an seinem Leben zu zweifeln, sich eben etwas antun wollte, das auch seiner Frau deutlich mitgeteilt hat und diese Frau in große Panik, in große Not geraten ist und dann eben bei uns anfragen wollte, wie sie mit dieser Krise verfahren soll. Von einer einfachen Anfrage bis hin zu wirklich schwer zugespitzten, dramatisch notfallmäßigen Situationen, denen Menschen in akuter Gefährdung waren. Unser Eindruck ist, dass viel Hilfe benötigt wird und auch jetzt in zunehmendem Maße Leute bei uns anrufen. Das ist wirklich schön und selten auch von Anrufern, von Hilfesuchenden jeden Tag zu hören. Es ist toll, dass es sie gibt. Sie haben mir geholfen. Bisher konnte mir keiner helfen.